Oh yeah! Hallo und herzlich willkommen zu MULE. Wir zocken heute Mule. Neben mir, rechts neben mir, der großartige Peabody. Yo. Bekannt aus Film und Fernsehen? Nein, bekannt aus meinem letzten C64 Advent Special. Und nur daher. Genau. Ja, jetzt sitzen wir hier schon eine Stunde 40 Minuten und waren uns immer noch nicht so ganz einig, was wir überhaupt so richtig zocken wollten. Wir hatten erst ein anderes Projekt geplant, hat aber so nicht funktioniert, wie wir es wollten. Nee, ich hatte einfach nur keinen Bock mehr drauf. Ja, was sie meinte, es geht einfach anders. Genau, genau. Und da ist dann der gute Peabody auf die Idee gekommen, was ist denn mit Mule? Da hätte er mal richtig Bock drauf. So, dann habe ich einfach mal entschieden, nein, wir haben zusammen entschieden, dass wir für euch Mule zocken. 1983 erschien von Electronic Arts, ein richtig geniales Spiel. Ich weiß leider nicht mehr so wirklich, wie es funktioniert, aber es handelt um was mit Handeln oder sowas, aber es kriegen wir schon irgendwie hin. So, F3 to change level of play beginner, bleiben wir beginnen? Nein, wir machen gleich normal. Alter, Walter. Standard. Okay. F5. Vier Player ist okay. Ich weiß nicht, ist für die Spieleranzahl der Spieler? Ich weiß jetzt gar nicht. Ist damit die Spielerzahl insgesamt gemeint oder die auch, also mit inklusive Computerspieler? Ich oder? Glaube mal, der CPU-Spieler wird noch dazu. Ach, guck mal hier, drück mal nochmal F5, hast du gerade gedrückt? F5, aha, weiter. Und nee, wollen wir nicht. Das sind die Planeteers. So. Okay, also zwei. Wir sind die. Machen wir nochmal F5. Machen wir F5? Machen wir. Nee, nochmal. Vier Spieler, drei Spieler, das sind die menschlichen Spieler. Ja gut, dann macht zwei Spieler. Genau. Dann würde ich sagen, F7. Ich alleine. Genau. F7 to gone. Ja. Gone. Each planet here, press your joystick or keyboard button. Ich habe gedrückt. Ich bin Spieler 1. Dann bin ich Spieler 2. Passt ja. Wir sitzen auch genau richtig dafür. So. So, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin natürlich farbsehschwach, also wenn ich eine Farbe, die ich irgendwie halbwegs erkenne. Okay. Momentan sehe ich, dass sich die Farbe sich gar nicht ändert. Das ist irgendwie kaputt, oder? Das ist jetzt orange. Manche hat das ist jetzt, das ist jetzt gelb. Das ist jetzt blau. Ja, und jetzt bin ich mehr weiß, oder? Genau. Ist das hier weiß? Genau, das ist weiß. Warte. Das ist genau ein Zeug, das war genau die Farbe, die hier steht. Jetzt ist schwarz, glaube ich. Die nehme ich. Ja, jetzt hast du zwar gelb genommen, aber ist auch egal. So, und jetzt kann man sich eine der Figuren auspicken. Pick. Picky Pick und ich glaube, pick yours. Use your joystick und genau. Nun muss ich mal gucken, wenn ich da nehme. Die Vase nehme ich nicht. Nehme ich Vorteil eigentlich? Climbing NA, offen found. Ah ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich Vorteile. Ich habe das irgendwie als Achtjährige gespielt. Ja, kommt bei mir ungefähr hin. Auch hin. Ach ja! 800 extra. Wusste ich gar nicht. Wir haben ja schräg gegenüber gewohnt. Ach, das waren noch Zeiten. Aha. Was natürlich cool ist, jetzt können wir hier nämlich eine bequeme Runde spielen. Die können wir sogar bis zum Abschluss bringen. Das ist super. Ne? Achso, das ist die Beginnerspezies, die wollen wir nicht machen. Was steht hier? Packer. Doppel sehr cropped. Ich bin ein Farmer. Packer. Aha. So, jetzt bist du dran. Jetzt muss ich mir die schöne Farbe aussuchen. Mich mal kurz hier zurechtdrücken. Ja, genau, wir sitzen mal wieder eng an eng, würde ich mal sagen. Ja, wir teilen uns quasi einen Stuhl. Aber wir hoffen ja, dass wir irgendwann mal hier etwas verbessern können an der ganzen Sache. So, was nehme ich denn? Zum Beispiel einen zweiten Stuhl kaufen. Du sitzt doch schon auf dem Hocker. Und da sind Nadeln drauf, merkst du das nicht? Ja, das will ich mich gar nicht beschweren. Das ist schon Aufstieg zum letzten Mal. Kannst du mal sehen? Saß ich nur auf dem Boden. So, mach mal. Jedes Mal reitest du drauf rum. Du spielst den Affen. Ja, das passt ja. Ich spiel ruhig den Affen. Was hast du eigentlich genommen nochmal? Dieses Ding da? Nee, ich hab diesen Pac-Man gespielt. Das Ding? Den Packer. Achso, den Packer hast du. Du spielst am besten den einfachen dafür. Ich spiel den Humanoiden.
Humanoiden starten mit 400... Da steht für Experten, ne? Mich nur sagen. Oh, das ist schlecht. Beginner-Spezies, Computer-Spezies... Warte mal. Der kriegt, wie gesagt, Kohle. Das ist für Beginner. Ja, perfekt. So. Ich press mal Button. Da war's. Also Ziel des Spiels ist ja, den Planeten zu besiedeln, ne? Und dann der am meisten Geld hat, gewinnt das Spiel. Okay. Das ist die Einfluss zusammengefasst. So, jetzt haben wir es hier auch richtig. Zwei Joysticks, zwei Joystick-Player und zwei Computer-Player. Hm. Was ihr da nicht gesehen habt, passt ihr das wahrscheinlich auf dem Bildschirm gezeigt, um es euch zu zeigen. Ja, genau. Nein, es ist ja klar. Wie ihr gesehen habt, habt ihr den Finger natürlich nicht gesehen. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Und mein Stinkefinger wollt ihr sowieso nicht. Erstmal landen wir auf dem Planeten. Weißt du, wie der Planet heißt? Irata. Oder auch rückwärts gelesen. Atari. Stand ja auch da, Mensch. Könnt ihr mal hingucken. Ach so, du spielst die Vogelmensch jetzt nicht das erste. Na, das ist natürlich erstmal führend. Das ist am meisten Kohle. Ja. Keiner hat Land. Güter haben alle auch gleich viel. So sieht das auch. Ein bisschen mehr Kohle. Ist schon mal nicht schlecht. Also. So. Dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Letzter Platz, super. Und jetzt geht es daran, sich als erstes ein Land zu krallen. Jeder kann jetzt in der Runde ein Land sich auswählen. Ach. Empfehlenswert, sich an Wasser eins zu nehmen. Okay. Das sieht doch mal richtig nice aus. Genau. Weil am Wasser ist die Versorgung für Essen eigentlich am besten. Okay. Du bist der Erste. Na, scheiße. Hey, drück, über Wasser, das musst du drücken unbedingt. Drück. Das war jetzt der CPU-Player. Hast du das gedrückt? Nein. Das bin ich. Sehr gut. Okay. Land for sale. Das also können wir jetzt kaufen. Das können jetzt alle bieten. Okay, ich habe am meisten Geld, aber ich sollte es vielleicht noch nicht alles ausgeben. Ach, so war das, okay. Ist da oben oder da oben? Boah, geben die viel Kohle aus dafür. Ich weiß nicht, ist es das wert? Vor allem, der will es unbedingt haben. Du bist führend. Du kannst ein bisschen runtergehen jetzt, ne? Du kannst noch ein bisschen runtergehen. Noch ein bisschen? Noch ein bisschen? Na. Kann ich mich nicht holen. Ah! Hey! Okay, nein. Das ist für $388 ersteigert. Na, ist doch geschenkt. Ja, du hast ja genug Kohle. Auction ist vorbei. Auction is over. Okay. Food shortage. Decrease time. Okay. Dann. Du gehst jetzt, er holst dir so einen Moody. Ja. Und dann holst du dir, dann wandelst du in Essen um das erste. Rechts, ganz rechts. Das hier? Ja, nach oben gehen. Dann gehst du sofort raus zu deinem Land. Das ist nach unten. Möglichst nicht über Berge laufen. Ja, und mittig, genau. Und da dieses Ding mit diesem schwarzen Punkt, der musst du, wenn du den siehst, musst du darüber gehen. Dann kriegst du irgendwie extra. Okay, aber ich kann jetzt mir noch einen Modi holen? Ja, und das andere, stimmt, du hast noch einen. So, und Energie, mach Energie am besten in der Mitte. Nein. Das hier? Ja, genau, und beeil dich vor allem. Ah ja, meine Zeit läuft, alles klar. Zeit läuft. Also wir müssen die Länder bewirtschaften, genau, dass sie so viel Ertrag wie möglich... Genau, der Zeitfaktor... Oh, beeil dich, glaub recht, schnell, schnell, das hält dich ab. Schnell, 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 drück! Boah, super. Alter. Cool. Knapp. Haben wir es geschafft. Okay. Das Spiel ist ja gar nicht mal so kompliziert. Nee, ist eigentlich ziemlich einfach. Aber es ist cool. Der gewinnt natürlich immer der Computer gewinnt immer grundsätzlich im Pub, beim Pokern oder was auch immer da gespielt wird. Schummler. Das war den guten Peabody ein bisschen besser hören, habe ich das Mikro ein bisschen rübergeschoben. So, ich mach natürlich erstmal. Du müsstest versuchen, ein bisschen lauter zu sprechen. Dann. Ja, ja, alles klar. Ich spreche dann lauter. Genau. So, dann gehe ich mal hier spazieren mit meinem Tier. Normalerweise kann man, glaube ich, irgendwie nochmal diese Länder hier scannen. So dieses Drecksvieh noch zu jagen. Ist schon ein cooles Spiel. Habe ich dich gerade erwischt? Das Spüren kann ich jetzt gekriegt. Wurde das eigentlich noch auf anderen Systemen geportet? Ja, also meines Erachtens auf dem Amiga und da gab es halt verschiedene andere Versionen. Ich glaube, es gab auch nochmal ein Remake auf und Steam oder sowas. Aber ich finde jetzt die C64-Version halt doch die... Siehst du, der Computer gewinnt immer über 100. Ah, okay, also hätte ich jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt, hätte ich reingehen können. In den Pub gehen. Und du siehst jetzt. Oh Gott, all the stock in the store is lost. Oh das Gott. Ist schlecht.
Das heißt, es gibt nichts zu kaufen. Das ist schlecht. Und man kann, bevor du drauf drückst, um es kurz zu erklären, man sieht unter diesen einzelnen Zeichen diese Punkte, es gibt die Qualität an. Also vier Punkte ist relativ viel. Das heißt, du kannst da kannst auf jeden Fall eine Menge Rohstoffe erwirtschaften. Du hast jetzt 4 bekommen. Okay. Du kannst da bis zu 8 bekommen. Und der Computer, der links das gebaut hat zum Minen, also ist ja nur ein einziger Punkt, also das ist relativ wenig zu holen. Wenn ich da oben sogar zufälligerweise was Gutes habe. So, jetzt hat er hier einfach weitergemacht. Achso, das sind jetzt unsere Produktion für unser Metall. Ja, genau, da habe ich 4 gemacht. Der Computer hat 1 gemacht. Und ich gar keinen. Wir können jetzt, was ist das denn? Nee, ja, du hast ja nichts. Also das gibt's auch nicht zu verkaufen. Eigentlich kann man das nur verkaufen. Ja, ich kann mich auch nicht bewegen. Nee, du hast ja auch nichts. Ja. Also, jetzt machst du die dicke Kohle. Ja, mit 4 Stück mache ich immer ein 200. Okay. Das war schon. Zeit geht dann um die Schneller um. Mich würde mal interessieren, ob ihr, meine lieben Zuschauer, dieses Spiel kennt. Ob ihr das schon mal gezockt habt oder schon mal in einer anderen Version. Also wenn in den 80ern irgendwie hochgekommen ist, sag ich mal, wurde gespielt hat, der hat erkennt dieses Spiel. Ganz sicher. Also das ist ursprünglich, glaube ich, auf Atari irgendwie erstellt worden. Ich glaube auch, weil Irata Atari ist ja nicht ganz umsonst, ne? Ja, genau. Der Name kommt nicht von irgendwoher. Und meines Erachtens wurde von dem Spiel nur irgendwie 124.000 Kopien verkauft. Das ist nichts. Nee, aber trotzdem hat da wohl jeder Atari-Spieler auf der Welt dieses Spiel. Waren mehr als 124.000. Komisch. Wie kann das nur funktionieren? Guck mal, jetzt ist die Differenz. Wir müssen kaufen. Du hast Überschuss. Aber ich habe jetzt nicht, wie viel Überschuss du hast. Ehrlich, 4. Nee, 4 hast du insgesamt. Achso. 50 habe ich. Du kannst ganz hoch preisen jetzt. Nee, ganz hoch. Der will jetzt einen Preis haben. Kannst du ein bisschen höher gehen. Ja. Boah, ihr macht den Preis aber echt hoch. Kannst du noch höher machen. So, jetzt muss ich erstmal überblicken, was ich jetzt überhaupt davon habe. Nee, ja, du hast leider zu schnell geklickt. Ich habe gar nichts geklickt. Nee, vorhin. Ich habe gar nichts geklickt. Doch, du hast geklickt. Nein. Ich habe es gesehen. Du hast getippt. Nee, geklickt. Gut. Sonst guckst du nicht so genau. Nein, diesmal habe ich hingeguckt. Ach, bist du gemein. Hier, pass auf, jetzt kommt's. Jetzt Energie. Das ist der Verbrauch. Jetzt kommt was generell verschimmelt eigentlich. Oder Verbrauch. Das ist Produktion, hast du bis jetzt auf 4. Und jetzt kommt der Strich. Du hast 2 Überhang. Und die anderen haben alle einen. Ich brauche einen. Und du kannst 2 verkaufen. Du kannst den Preis jetzt im Prinzip in die Höhe treiben. Du bist der einzige Verkäufer. Okay. Das heißt, die werden gleich nach oben rennen, wie bekloppt. Aber ich bleib schön da oben. Du bleibst einfach schön da oben. Jetzt gehen erstmal alle nach oben. Kommt meine kleinen Käuferleins. Und im Prinzip kannst du warten, bis einer stehen bleibt. Ist der Preis schon bei 55, 60? Alter Schwede. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Wie gehen die aus? Weil nur wenn die Energie voll ist, erwirtschaften deine Felder auch den vollen Ertrag. Cool. Also Energie ist wichtig für den Ertrag. Die gehen ganz schön weit. Boah, der ist mir zu teuer. 161 ist mir. Boah, nee. Geht noch höher. Oh, guck mal, wie der klettert. Oh, da hast du einen richtigen Reibach jetzt gemacht. Ja, super. Ich wollte es jetzt nicht drauf ankommen lassen, weil die Zeit auch weg ist. Nee, und er könnte auch mehr kaufen. Wäre blöd gewesen. Mehr 2 hättest du auch nicht verkaufen sollen unbedingt. Na, aber das lief doch schon mal ganz da gut. Da hast du richtig gut abgestaubt. Coole Sache. Du bist immer noch auf Platz 1. Okay. 3000 Punkte insgesamt. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Du. Achso, was? Auf Food, ja. So. Food und Energie ist Mangelware. Steht da unten in den Nachrichten. Okay, ich mach weiter. Geht, glaube ich, nur 12 Runden, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie Runden es sind. Okay, gut. Dann drücken wir einfach mal. Ja, drück einfach mal. Jetzt geht's wieder mit dem Land. Oh, super. Ich würde versuchen, mir das da unten zu holen. Ja, pass auf. Ja, kannst du auch holen. Der Computer hat mich was anderes genommen. Von daher kannst du es auf jeden Fall nehmen da unten. Hast du schon essensmäßig bist du denn relativ. So. Da hast du 2 Felder von denen. Das ist richtig gut. Coole Sache. Landverkauf wieder. Okay. Das ist, glaube ich, auch mal zufällig. Das ist aber ein doofes Land. Man hat nichts drauf, man weiß es nicht. Tipp mal. Klick mal. Will keiner haben. Hm. Du hast erst 1, ne? Ja, du hast jetzt 1 mehr. Na dann, gratuliere. Na, dankeschön.
Auktion ist vorbei. Es hat dreimal gebimmelt. Du bist dran. Fly, das ist eine Nachricht. Was? Flying Cats? Bugs ate the roof of your house. Die haben mein Dach gefressen? Ja, und jetzt kommen die Reparaturkosten. Oh, oh. 100 Dollar weg. Oh je. Fiese Käfer. Okay, jetzt hole ich mir den Modi. Und wieder essen. So, wieder essen. Und dann ganz nach unten dann gehen, genau. Und... ich habe mal wieder gar keine Zeit für den Pub. Doch, hast locker Zeit. So. Jetzt kannst du sogar noch das Vieh sammeln, wenn du es findest. Das schwarze, diese zwei schwarzen... er kommt diesmal nicht anscheinend. Dann geh in den Pub rein. So. 1000! Ach so. Nee, 99. Ja, okay. 1000. Wie ist denn 1000? Das wäre schon der Hammer. Der baut alles auf Energie um. Und gewinnt 93 Dollar. Jetzt kommt der Held. Aha. Also ich. So, was macht er? Was mache ich? Jetzt Futter? Toilette. Ah, nee, Futter holen natürlich. Futter. Happa, Happa. Happa für Papa. Genau. Oh, oh. Ah, ja, dieser blöde Berg da, ne? Ja, der ist ein bisschen... oh, na, links... ach, das scheiß Vieh, hol ich da war das nicht. Schwarze. Ja. Dann gehst du da... na, du kannst ein ja links, links ja, kann oder links, rechts rausgehen. Ja, genau, genau. Wenn man irgendwie zu früh drückt, dann haut der Muli einfach auch ab. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Coole Sache. Ja, schon lustig. Ja. Also, es gefällt mir schon. Und, kommt schon, kommt schon. Ah, ich hab's doch gerade gehabt. Ach, das war knapp. Der, oh, oh. Du warst aber drauf. Oh, ich geh doch schnell. Ah, einsaufen. 50. Oh, immerhin. 50 besser Dollar. Als nichts. Besser als nichts. Na, haben oder nicht haben? Eben, haben. Das ist lieber hier die Frage. Haben. Lieber haben. Genau. So, der Computer, der ist ja hier. Der hat richtige Scheißflächen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob meine lieben Zuschauer öfter sowas sehen möchten. So C64-Games, einfach mal so gedattelt, einfach mal so ein Part. Oh, so. Oh, guck mal auf dein Glück gehabt. Ich dachte, es kommt genau auf deine... richtig Glück gehabt gerade. Ich könnte mir schon vorstellen, mit dir mal das ein oder andere Game, sei es Amiga oder C64, einfach mal zusammen zu machen. Was so nicht. Ich kann mich gar nicht konzentrieren, bin gerade stinksauer. Wieso bist du stinksauer? Ja, guck dir das mal oben an, mein Food, meine Farm da oben hat nichts erwirtschaftet. Also du da unten, ich kann mich nicht beschweren. Also ich 6 bin und 5. Ich bin richtig zufrieden damit. Ich könnte richtig Geld machen. Komm, mach einfach weiter. Ich möchte es gar nicht sehen. Red mit der Hand. Red mit der Hand. Ich hebe jetzt meine rechte Hand und zeige sie ihm, damit er mit meiner Hand reden kann. Mit deiner Hand. Mit meiner Hand. Deine Hand. The Hand. Die schwarze Hand im weißen Käse. Na, dann verkaufe ich erstmal den... ne, du verkaufst... was verkaufst du denn? Na, gar nichts. Ich wollte bloß da oben stehen. Ich wollte auch nicht, dass ich alleine da oben stehe. Nee, ich wollte da oben stehen. Ich sage, guck mal, die da unten. Na, also, mittlerweile müsstest du mich erkennen. Ja, stellenweise, na klar. Na, stellenweise, ja. Ja, ja. Klick. So, habe ich was verpasst? Ja, du hast nichts verpasst. Okay. So, weiter geht's. Essen ist natürlich bei mir voll im Arsch. Boah, guck mal, wie viel Geld ich hab. Ja, du schwimmst also förmlich drin. Boah, was du produzierst, vor allem 11. Du hast. Ich kann 11 Dinger verkaufen. Ich brauch 3. Und du kannst 8 verkaufen. 3 brauchst du selber. Ich kann 8 verkaufen. Geile Sache. Ja, ich kann euch alle bedienen. Ja. Und du kannst natürlich wieder richtig Asche machen, würde ich sagen. Würde ich sagen, ich bleib einfach da stehen. Das wird mir vorgeführt hier. Dum, 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 dum. So, ich lauf mal hoch. Kann ich auch zurücklaufen? Nee. Oh Gott, du mach meine Kinder. Gar nicht verkaufen, wenn er richtig ärgert, ist, machst du gar nichts. Aber das ist ja hier. Oh, wow, 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 wow. Alter Walter. So. Oh, das. Nee. Guck mal, wie der weiterläuft. Nee, das ist zu teuer für mich. So. Ich muss ja nicht alles verkaufen. Nee, aber der Rest verschimmelt meistens dann immer. Jetzt wird mir das zu billig. Essen und Essenergie kann man nicht großartig horten. Okay, naja, ist ja klar, ist ja wie im wirklichen Leben. Ja, du kannst auch nicht den Schnitzel ewig liegen lassen.
als wenn bei mir ein Schnitzel ist ewig rumliegt. Wow. Ja, der hat richtig abkassiert. So, ich brauche Energie, ne? Ja, du brauchst ein. Ja, genau, weil sicher an diesem, ich habe ja da meinen blauen Balken und ich habe eine Differenz zwischen dem schwarzen, ja. Ich brauche. Den schwarzen. Das klingt fast ein bisschen rassistisch. Das ist eine Differenz zwischen den Schwarzen und dem Balken. Ich müsste halt natürlich sagen, jetzt eine Differenz zwischen dem Negerkuss und dem... Genau, und zwischen der Linie. So. 96, na gut, weil ich nichts brauche. Du einen brauchst du, ne? Ja. Der geht nicht runter, der verkauft am Haus. Zu spät, jetzt kriegst du nichts mehr. Nee. Wie? Nee. Das Haus hat alles gekauft, also das Lager. Kann ich nicht von dem noch was kaufen? Nein, der hat nichts. Er könnte jetzt seine Reserven verkaufen, aber wird er nicht machen. Da kannst du noch so viel bieten. Der Computer macht es nicht. Ja, abwarten. Naja, warte ich mal ab. Ich habe ein bisschen Geld. Ja, ja. Komm, wirst du schwach? Nee. Der Taucherbrillen-Heini wird nie schwach. Irgendwas habe ich gerade versammelt. Ja, du bist spät hochgegangen. Schade, 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 ja, schade Marmelade. Dem ist nicht zu spaßen. Das Ding ist trotzdem hier laufen. Trotzdem ist er noch Erster. Na, ist doch super. Der Vogel ist Erster, du Vogel. Genau, du Klötzchen. Oh, du hebst aber ab, ey. 5200. Oh, also das Werte, ey. Hallo? So. Dann. Ja, kann ja nur schlechter werden. Ja. So, gucken wir mal, was wir hier machen können. Ich muss auf jeden Fall näher rankommen. Ach, verdammt. Das wollte ich auch. Ja. So, dann nehme ich das. Besser als nichts. Gab bestimmt bessere, aber... Oh, das so. War weit weg. Und jetzt quasi wieder dasselbe Prinzip, wieder Food kaufen. Nee, Moment. Erst müssen wir hier beim Land kaufen. Ach so, nee, das will ich gar nicht. Das ist ja so weit weg. Aber wir können ihn ja hochjagen. Genau, wir können ihn hochpushen, genau. So wie sie es heute bei eBay machen. Ja, genau. Oh, der zahlt doch eine Menge für das Land. Da muss irgendwas wissen, was wir nicht wissen, was da drunter ist. Ich habe guck dir an, in dem Video vom Retro-Lutzer, der macht ja auch so Retro-Videos, der hat das mit seinem Handy abgefilmt, und zwar Giant Sisters ist für 740 Euro weggegangen, ne, bei eBay. Bitte? Ja. Überleg das mal. Das ist ja krank. Na gut, er hat es nicht gekauft, aber er hat es beobachtet. Aber es ist tatsächlich so, Nintendo hat ja Giant Sisters ja regelrecht vom Markt gestoßen, wegen Urheberrechtsverletzung. Ja, ich weiß. Genau, und deswegen wurde das Spiel so rar. Und ich möchte wetten, wir waren in einem der Kaufhäuser und da stand es in dem Regal drin. Aber wir kamen natürlich nicht auf die Idee, es zu kaufen, weil wir das Geld auch nicht dafür hatten um die Zeit. Nee, wir waren noch arm. Bei 2 Mark Taschengeld die Woche war das schon ganz schön heftig. Du hast noch 2 Mark Taschengeld bekommen? Ja. Wann denn? Naja, war ich noch so klein. Wie klein? Na, un poquito. Ja, wie alt, Mensch, wie klein. Ja, wie alt kann ich gewesen sein? 6., 7? Dass du 2 Euro bekommen. Mark. 2 Mark, Entschuldigung. Ja. 2 Reichsmark. Nein, es waren D-Mark. Du bist dran. So, jetzt mache ich also das hier wieder. Ich weiß nicht, was du machen willst. Was ist das hier? Erz. Ich habe glaube ich, erst im späteren Verlauf eigentlich. Ich habe ein Berggelände. Das könnte doch was mit Erz. Könnte, ja. Da die anderen Hütten sind beide komischerweise noch... Ich weiß nicht, haben wir was vergessen einzustellen? Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, da kann man normalerweise... Guck mal, hier habe ich nämlich Berg. Ja. So, dann könnte ich jetzt aber rein theoretisch erstmal nach diesem schwarzen Dingens gucken. Ja, aber normalerweise taucht das irgendwie ganz generell... Ich habe voll viel Zeit, ne? Was kann man mit der Zeit alles anfangen? Ja, kannst du in den Pub gehen, das bringt gar nichts. Viel kommt jetzt nicht mehr. Okay. Was mich wundert, da vorne, die beiden... Was ist Land? Ja, die sind... Da kannst du verkaufen, wenn du ein Land verkaufen willst. Achso. Aber die anderen beiden sind leer. Da kann man normalerweise nach Juwelen spotten und Juwelen, aber es ist irgendwie nicht... The computer is taking his turn. Und was? Oh, der hat eine Nachricht. Oh, Mann. Your space. Gypsy. In-laws. Made. Mess. Of. The. Town. Okay. It. Cost. You? Ah, 150. Muss er ausgeben. Taschengeld. Mit etwa kurze Zeit, aber das läuft mein Computer auch egal, der Arsch. So. Man muss aber auch die Länder jetzt sich nachträglich noch bewirtschaften. Also nee, quasi man kann die aber noch wechseln. Man kann jetzt irgendwas umsetzen, wenn man möchte. Mhm.
Aber mache ich das? Ich brauche ja eigentlich Futter, oder Futter ist wieder für den Arsch, aber ich... Ich bin auch Energie ganz knapp. Vielleicht zu wenig... Ja, das ist, reicht ja für gar nichts. Das war natürlich völlig für den Arsch, was ich gemacht habe. Oh, kann ja passieren. Na, was macht der Computer? Der schafft es natürlich. Der schafft vor allem in der Zeit, zwei Sachen zu machen. Das ist Wahnsinn, wie schnell der ist. Okay. Oh, oh. Energie-Output ist increased. Na toll. Ich wollte gerade Energie hinsetzen. Energie geht auf jeden Fall nach oben. Reichlich okay. Nach oben. Mein Gott, ich krieg tatsächlich mal Essen. Boah. Dann fällt da unten das Spiel im Arsch. Naja, aber vor allem das Elektro-Dingens da. Ja, das ist ziemlich gut. Ich glaube, ja. 8 ist Maximum, 6. Oder 6 Maximum, ich weiß nicht mehr. Naja, gut. Dann drück mal. Drück ich mal. So, erstmal wieder Erz. Dann geht im Keller der Preis. Okay. Ich könnte jetzt... Verkaufen, du hast ja auch 3. Na, mal gucken. Naja, das kann ich genauso gut verschenken. Naja, ein bisschen Geld brauche ich ja leider auch. Okay, weg damit. So. Das ist jetzt immer noch Erz. Ja, immer noch Erz. Gut, aber jetzt würden wir dann quasi über unser Limit verkaufen. Jetzt können wir über unser Limit verkaufen, wenn du Überschuss hast, ja. Boah. Jetzt der Verbrauch. Jetzt kommt das, was schlecht geworden ist. Du hast immer noch 3 im Lager. Nicht schlecht, jetzt kommt die Produktion. Alter, Walter. Da müssen wir auf jeden Fall Überhang haben. Ich hab einiges. 5 drüber. Hm. Okay. Der braucht einen. Das heißt, für 116 muss es auf jeden Fall los. Na, dann schauen wir mal. Ach, der will auch nur... Warte mal, Mann, der kommt hoch, der kommt hoch. Nein, scheiße. Arsch. blockt der automatisch, ja. Wenn ich jetzt... Ja, ja. Okay. Wenn du jetzt verkaufen würdest, würdest du deine Reserven verkaufen. Ah, okay, das, was ich jetzt brauche, um zu existieren. Genau. Mhm. Um zu existieren, genau. Sonst verhungert dein Vogel. Deine das wollen wir. Ganze Vogelbande. Das wollen wir natürlich nicht. Und deine Küken. Nein, meine Küken. Kannst du keine Eier mehr legen. Nein. Und jetzt kommt... Nichts. Ah. Oh, 36. Lohnt sich gar nicht zu verkaufen, ehrlich gesagt. Oh, ich habe 2 drüber. Ja. Energie wird doch nicht schlecht. Ja, doch ein bisschen, aber ich glaube... Na, mal gucken, aber ich glaube... Der geht echt runter. Ist das ein Idiot? Ja. Der macht den Preis kaputt, nö. Nee. Na? Der braucht noch einen, ja. Ja, hochgeschickt. Zu spät. So. Vorbei. Okay, Auction is over. Auction. Ach, ich bin hochgeklettert. Jetzt bin ich auf den Fersen. Jetzt fehlen bestimmt noch 2000 Punkte. Oh. Du bist jetzt schon bei 6. Nee, immer noch bei 5-2. Aber ich würde sagen, kurz an dieser Stelle beenden wir diesen Part. Okay. Und machen dann im nächsten Part weiter. Ja. Und dann schauen wir mal, wie sich die ganze Sache denn entwickelt. Alles klar, so machen wir das. Bis dann. Ciao. Ciao.